Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von OneX2.com mit mir, Alexander Kaiser, mit den Expertentipps zum Wochenende. Ja, und diesmal gehen wir am Samstag nach Doncaster. Da wartet ein weiteres Gruppe 1 Highlight auf uns. Und natürlich am Sonntag nach Hannover. Da sind auch tolle Rennen. Und da habe ich mir zwei Rennen für Sie rausgesucht. Aber wir gehen erstmal zum Samstag nach Doncaster. Gruppe 1 Racing Post Trophy. Zweijährige Pferde über die Meile 1609 Meter. 200.000 Pfund ist dieses Rennen dotiert. Ja, hier sind richtige Cracks am Start. Pferde mit großen Abstammungen, allen voran hier. Saxon Warrior steht aktuell bei 27 für 10. Japanisch gezogen, Deep Impact aus der guten Maybe, Gruppe 1 Pferd. Also, das ist natürlich wirklich eine Hausmarke. Zwei Starts, zwei Siege. Zweimal gewann das Pferd, absolut überlegen. Und er ist ein weiterer Crack im O'Brien Stall. Und der Gruppe 1 Rekord für Aidan O'Brien, der ja vor kurzem Geburtstag hatte, der ist in greifbarer Nähe. Wenn er dieses Rennen gewinnt, dann ist er nicht mehr ex aequo, sondern dann ist er vorne mit den meisten Gruppe 1 Siegen in der ganzen Welt in einem Jahr. Aber die Gegner sind stark. Allen voran das Pferd von Jim Bolger. Und zwar ist das Verbal Dexterity. Schlug in The Curragh Backford. Backford, ja, der war einmal vor ihm und dann konnte er die Form drehen. Beckford lief dann aber als Fünfter ja ganz okay in den Middlepark Stakes, hat aber auch keine Bäume ausgerissen. The Pentagon, ein weiteres O'Brien-Pferd, hat in seinen Maiden mit 8 Längen gewonnen, gewann den ersten Start nicht, wie so viele O'Brien-Pferde, aber dann den zweiten. Dann in Leopardshorn, einem Gruppe 3, da war er auch eine Maschine und gewann hoch überlegen. Und auch das ist ein tolles Pferd hier aus dem O'Brien-Stall. Da haben wir noch ein Pferd aus dem Stall von John Goston. Bei dem läuft es ja auch richtig rund. Das haben wir letztes Wochenende mit Cracksman gesehen. Ja, Roaring Lion ist das Pferd hier. Drei Starts, drei Siege. Schlug Nelson, das ist auch ein Pferd von O'Brien. Und wie gesagt, Gostons Form ist nicht übel. Auch dieses Pferd ist nicht zu unterschätzen. Ja, O'Brien jagt den Rekord. Verbal Dexterity schlug sich mit Backford rum. Aber die O'Brien-Pferde sind für mich stärker. Und ich gehe mal mit der zweiten Farbe. Und das ist der Pentagon. Der hat mir so gut gefallen bei seinem Maiden-Sieg, und das hat er auch gezeigt in Leopardstown. Moore sitzt zwar auf Saxon Warrior, aber ich gehe mit The Pentagon am Samstag in der Racing Post Trophy. Dann geht es weiter nach Hannover und hier auch hier ein Zweijährigen-Rennen. Und zwar gehen wir in den Hannover Youngster Cup. 1400 Meter, 25.000 Euro ist dieses Rennen dotiert. Und hier sind auch einige Ausländer stehen geblieben, die einen Black Type haben wollen. Favorit wird wohl eventuell Moon Relation werden aus dem Geschüt Wittigenshof. Und hier ist wieder Klug, der Trainer. Tolle Form hier auch von ihm mit seinen zweijährigen Pferden. War Zweiter in einem Auktionsrennen und hat hier ganz, ganz große Chancen auf den Sieg. Genauso wie Dark Liberty, ein gutes Pferd, kommt hier von Chris Ford von der Insel. Und auch das Pferd darf man nicht unterschätzen. Soyon hier wurde nach Baden geschickt, nach der mäßigen Vorstellung in Köln. Konnte dort sich auch ganz gut ja, zeigen. Aber die Vorstellung in Köln, die war nicht gut und er muss erstmal hier zeigen, ob er auch in dieser Klasse hier zurechtkommt. Mail Order hier auch ein Pferd, was wir von der Insel hier zu Gesicht bekommen, hat in England keine Bäume ausgerissen und sie wird laufen, aber so richtig fürchten muss man sich nicht vor ihr. Ja, was ist mit den Pferden von Andreas Wöhler? Queen's Care konnte beim Debüt gewinnen, aber das waren gegen mäßige Pferde. Und Tia Maria, ja, stand 20 am Toto. Wurde nur Dritte, hatte keine Chance gegen Wonderful Girl. Die beiden treffen sich hier wieder, aber Tia Maria ganz kurz gewettet. Und da gelten einige Hoffnungen im Stall. Und deswegen ein kleiner Verlegenheitstipp. Ich denke mal, das ist ein super gutes Pferd hier. Tia Maria aus dem Geschüt Brümmerhof. Andreas Wöhler, wie gesagt, der Trainer. Und Tia Maria gewinnt für mich den Youngster Cup. Aber das Rennen ist sehr, sehr offen. Dann geht es weiter. Da habe ich noch ein Rennen für Sie rausgesucht. Das Hauptereignis an diesem Wochenende in Deutschland. Und zwar den Herbststutenpreis über 2200 Meter. Gruppe 3, 55.000 Euro ist dieses Rennen dotiert. Ja, Diana Storm sollte bald wieder dran sein. War Sechste in der Diana. War aber letztes Mal ja ganz stark gewertet. Stand 30 zu 10. War aber nur unter ferner Liefen. Aber eigentlich muss sie so ein Gruppe 3 immer können. Aber es könnte sein, dass sie schon über den Berg ist. Prima Violetta wird auch wieder stark gewettet werden, wie auch letztes Mal. War ja beim vorletzten Start stark favorisiert. Konnte da nicht so richtig zeigen, was sie drauf hat. Aber beim letzten Mal hat es geklappt. Jetzt gehen sie mit der Distanz nach oben. Und das ist ein Fragezeichen. Erika muss viel Gewicht geben. Lennart Hammerhansen, der Trainer. Stephanie Lien, der Jockey. Hat aber in Baden gezeigt, dass ihr wieder zurechtrennen ist, aber 59 Kilo ist natürlich eine
Hausnummer. Ja, Agatonia und Ostana, die beiden werden auch stark gewettet werden, trafen sich letztes Mal. Ostana stand ganz, ganz hoch. Agatonia aus dem Stall von Henri Alex Pantal, auch die suchen den Black-Type-Sieg. Ostana aber auch, da kam unter der Woche schon ein bisschen Geld, habe ich gesehen. Wladimir Panov ist hier der Partner, 88,5 Kilo GAG und das Pferd wird auch stark gewettet werden. Ganz offen, aber ich gehe hier wieder mit dem Wilderstarter Prima Violetta, das war ein feiner Sieg letztes Mal und da sehe ich noch mehr. Der Handicap hat 90,5 GAG gegeben und deswegen gehe ich mit dem Darboven-Starter Prima Violetta am Sonntag in Hannover im Stutenpreis. Ja, das war sie schon wieder mit unserer Tippsendung. Ich wünsche natürlich ganz viel Glück beim Anlegen Ihrer Wetten an diesem Wochenende. Bis dann, machen Sie es gut und tschüss.